So, da sind wir wieder und ab wieder ins Auto. Auf ein neues. So. Gefahren, aufpassen! Boah, ich feiere das Spiel. Also, ja, herzlich willkommen zurück zu meinem letzten Play von Far Cry 5. Und das Spiel ist einfach der Wahnsinn. Ich habe erst angefangen. Krass. Diese Grafik, Alter. Wir haben die Straßen blockiert. Geh rein. Schöne Scheiße. Ich komme da nicht rum. So. Zack. Jo, mach doch. Geh von der Straße. Nein, nicht wieder an der Stelle. Ja. Wir müssen sie abhängen. Wie nutze ich das Dynamit? Ist das ein scheiß Flugzeug? Sag mir nicht. Nice! Zack! Oh, die arme Kuh! Naja, solange er nur seine eigenen Leute ausschaltet, alles super! Kleine Sprengungen. Nein! Was jetzt? Ich bin aber nicht tot, oder? Oder wurde ich wieder umgebracht? Ich hatte nämlich auch nicht mehr viel Energie. Nein, bitte nicht. Okay, nee, das gehört dazu. Immer die Engelslieder da. Ich lebe noch. Was ist mit dem Kollege? Ah, Scheiße. Wir haben den Marsch. Oh nein. Ist das jetzt gut? Okay, ich glaube, wir wurden gerettet. Aber den Marshall haben sie jetzt auch. Der Vater spricht. Das ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur einer nicht. Hölle. Oh nein. Okay, wir wurden doch gefangen. Hi. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Ja. Vor allem heißt es, wir haben verkackt.
Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Ja, das waren wir dann wohl genau schuld. Genau das hast du getan. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Lass mich bitte am Leben. Bitte. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Nein, 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 gar nicht klug. Gar nicht klug, mein Freund. Scheiße. Das ist nicht klug. Mach kein Blödsinn. Ja, das darfst du machen. Das darfst du machen, danke. Raus aus der Uniform. Die verbrennen wir. Mhm. Es sind frische Klamotten da. Oh, danke. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Wir versuchen's. Wir versuchen's zumindest. Alles klar. Machen wir. Ziehen wir uns erstmal um. Wechseln. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Ah, okay. Kellerkind. Frisur. Nein, wir machen natürlich kurzer. Bestätigen. Bitte bestätigen. Die Auswahl ist endgültig und kann später nicht mehr geändert werden. Bestätigen. So, Oberkörper. Oh ja. Ein schickes Hemd. Oh, was heißt schick? Schick ist hier nix. Ich hol mir das. Zurück. Unterkörper. So. Ist gut. Kopfbedeckung oder ein Käppi. Auf jeden Fall. Einmal die. Und die Hände. Die hier. Sehen witzig aus. Ist cool. Zurück. F. Bestätigen. Nicht. Rede mit Dutch. Eli, Mary, Jerome. Ist da irgendwer? Wo bist du, Kumpel? Du hast was Passendes gefunden. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Hi, Dutch. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner... Ich bin Miva. Noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Leben deine Partner. Du willst sie zurück. No. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Okay. Das Problem ist... Natürlich. Es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über die Seele erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt.
dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du... Dann lass uns nicht so lang schnacken. Nimm die Pistole und die Karte aus dem Safe. Oh ja, der Safe, der geht dann auch jetzt automatisch auf. Logisch. Nehmen. Vorsichtig da draußen. Nehmen. Es wimmelt von Peggys. Das Schlüssel. Sind bereit für und die Waffe. Das hat man gerade natürlich so ein... Jo. Haben wir denn noch Munition? Können wir jetzt gar nicht anlegen, die Waffe, ha? Huh? Was haben wir denn da? Lesen. Brief von Hope County Chronicle, 13. Oktober 2014. Lieber Mr. Roosevelt, wir würden Sie gerne zu Ihren Konflikten mit Regierungsvertretern bezüglich Ihrem Recht auf das Sammeln von Regenwasser interviewen. Soweit ich weiß, hatten Sie sich um eine Genehmigung bemüht, die dann aber von den Behörden zurückgezogen wurde. Das führte dann zu Ihrem mehrtägigen Gefängnisaufenthalt und der nun anstehenden Gerichtsverhandlung. Ich hätte gerne Ihre Bestätigung, dass Sie vor Gericht gesagt haben, Wasser ist ein gottgegebenes Recht. Und die Regierung stiehlt uns unser Land und unsere Ressourcen. Es liegt an uns, unsere Rechte und Freiheiten zu verteidigen. Mich würde auch interessieren, ob Sie dem Richter wirklich gesagt haben, Sie können Ihren kreidebleichen Arsch darauf wetten, dass ich Sie missachte. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie bereit wären, unser Gespräch darüber aufzeichnen zu lassen. Jeb Boyd, Hope County Chronicles. So, wir wollen uns natürlich hier ein bisschen mal umschauen noch. Was haben wir denn da noch Schönes? 27. April 2015. Dad, ich habe deine Nachricht erhalten. Schön, dass sie die Anklage fallen lassen. Wir werden versuchen, dich im Sommer ein paar Wochen zu besuchen. Ricky will dir zeigen, wie er jetzt ohne Stützräder fährt. Aber Anna hat eine ganze Menge im College zu tun. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet. Und deshalb werden wir auch alles versuchen, dass es klappt. Aber lass bitte dieses Gerede von wegen die Kinder zu Hause unterrichten, okay? Das ist für mich und Anne nicht das Richtige. Und die Schule in den South Street ist eine der besten. Und beschränke doch die Prepping-Aktivitäten auf ein Minimum. Ich weiß, dass Ricky darauf steht, aber Anne macht sich nur Angst. Wir sprechen uns bald, Robbie. Okay, also hat er auch noch ein paar Kinder. Der gute Herr. Pistolenmunition, das ist gut. Zwar nur 20 Schuss. Ich will das Gewehr wieder. Plündern. 20. Januar 2016. Dad, wir werden dich nicht mehr besuchen. Das letzte Mal hat das fast zum Überlaufen gebracht. Wir hatten dir gesagt, dass wir nicht wollen, dass Ricky eine Waffe abfeuert. Aber du hörst ja einfach nicht. Er hätte sich umbringen können. Mein Sohn wird nicht im festen Glauben aufwachsen, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorsteht. Er ist 5 Jahre alt und hat Albträume wegen eines Atomkriegs. Was stimmt bloß nicht mit dir? Ich dachte, das hätten wir hinter uns, aber du änderst dich nie. Anne hat eine Stelle an der Universität in Texas angenommen. Ich finde dort auch leicht Arbeit. Die Adresse schicke ich dir nicht. Es tut mir leid, Dad. Ich hoffe, dass du eines Tages die Hilfe bekommst, die du brauchst. Robbie. Das klingt natürlich alles nicht so positiv. So, können wir hier noch irgendwo was plündern? Nein. Boah, Wahnsinn. So, hier waren wir ja. Was haben wir denn hier noch Tolles? Okay. Wir tun auch, was wir können. Wir versuchen euch natürlich alle zu retten. Die Sekte auszurotten. Und mit denen kann man anscheinend ja auch nicht wirklich reden. Was haben wir denn hier noch alles? So, lesen.
Einheimischer kämpft um sein Recht auf Wasser. Richard Dutch Roosevelt verbrachte wegen Missachtung des Gerichts 2 Nächte im Gefängnis, nachdem er für sein Recht stritt, Regenwasser in einer Anlage zu sammeln, die der Stadt seinerseits als Stausee definiert hat. Mr. Roosevelt hat die Wassersammeln ohne entsprechende Befugnis betrieben und damit aufs Eklatantes die geltenden Gesetze von Montana gebrochen, sagte der stellvertretende Leiter der Behörde für Wasserreserven Edwin Garcia. Mr. Roosevelt bestreitet die Vorwürfe. Dutch, bist du da? Hier ist Ray Ray. Was zum Teufel ist da los? Wir hörten eine Menge Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Boomer dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Okay. Ruf mich zurück, wenn du kannst. Und pass auf dich auf. So, jetzt haben wir mit allem interagiert. Plündern, Pistolen, Munition. So, da können wir nichts machen. Wo geht's denn hier raus? Hier? Ah, genau. Da können wir nichts mehr nehmen. Eine Schaufel. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Wähle die gewünschte Waffe mit aus und lasse mit Q los. Drücke, um es wohl zu bestätigen. Oben findest du Waffen, Seitenwaffen, unten Wurfgeschosse und Nahkampfwaffen. Okay. Q. Ja. Schalte das Waffenfeld mit dem Vorteil zusätzlicher Holster frei. Okay, haben wir das auch, also mit Q können wir die Waffen aussuchen. Ich nehme das Rohr mit. Ah, nein, Tageslicht. Die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf diese Insel haben sie 2 verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Ja. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Alles klar. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in... erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Touch out! Richtung Süd. Ah ja, hier oben. Da oben ist sehenbar. Süden. Boah, Wahnsinn. Schaut euch das hier an. Schaut es euch an. Es muss sein. Krieg ich die beide leise ausgeschaltet? Sag uns lieber, was du weißt, denn du! Du musst mir helfen! So. Rüste ein Wurfgeschoss über das Waffenrad aus, indem du Q gedrückt hältst. Und ja, das haben wir ja schon. Komm schon, hilf mir mal! Du musst nicht den Helden spielen, aber... Danke, Deputy. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle.
Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Okay, versunkene Schätze. Bah. Da sind schon wieder Eichhörnchen. Anscheinend auf der Jagd. Mistviecher. So, wo war der Schatz? Wegpunkt setzen. So. Dann gehen wir doch erstmal zu dem Schatz. Wir müssen natürlich auch aufpassen. Weil die Pisser, die laufen ja bestimmt hier überall rum. Oh, sind schon da. Gut. Hallo. Hey Mike, ich wollte in das unterirdische Versteck, aber es gab einen riesigen Rohrbruch und alles ist überflutet. Ich weiß nicht, was davon noch brauchbar ist. Wir brauchen Saft, damit die Pumpe das Wasser abpumpen kann. Ich weiß, dass der Schalter im Bootshaus ist, aber der ist abgeschlossen und du hast mir den Schlüssel nicht da gelassen. Also überlasse ich das dir, Garrett. Versunkene Schätze. Prepper-Versteck. Ja. Ah, okay. Das ist da unten. Jungspund, das ist das große Los. Ein Prepper-Versteck. Wenn du es da hineinschaffst, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den jemand sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach. Okay. Gewehrmunition. Oh, und ein bisschen Kohle. Schön. Da ist nichts. Ist hier irgendwas auszuräumen? Hier die Kiste? Pistolenmunition voll. Schlüssel war keiner da. Hier oben ist auch nicht offen. Da drüben sind Freunde. Okay, an den Seilen können wir klettern. Ah, guck mal hier. Okay. Das ist cool. Dann sind wir ja auch hier drin. Wo sind denn die Wiesenschätze? Erste-Hilfe-Set. Paddel? Nein. Bootshausschlüssel. Jetzt hier. Kann ich hier? Ja. Ah, okay. Habe ich damit jetzt die Pumpe aktiviert da oben? Alles klar. Dann gehen wir nochmal da hoch gucken. Hier kommen wir ja dann auch jetzt raus. Oh, das ist so krass, wenn man dann hier aus so einer dunklen Hütte rauskommt. Erstmal geblendet. Komm, kletter ein bisschen. Das muss ich jetzt natürlich ausprobieren. Hoch. Was? Seilrutsche? Hey, wie geil. Okay. Ich feier's. Ich feier das Spiel. Ja, das Wasser wird rausgepumpt. Oh, Taschenlampe aktiviert sich auch automatisch. Sehr gut. Cash 250. $250. So, was haben wir denn hier noch Tolles? Nix.
Pfeile? Okay. Versunkene Schätze abgeschlossen. Danke. Prepper-Schatz, erkunde das Versteck, um Geld und mehr zu finden. Boah. Wenn du Eindruck hinterlassen möchtest, nee. Stell Sprengstoff her. Zum Glück haben die Leute alle Materialien gehortet, die man dafür braucht. Schnapp sie dir. Komm, und fang an zu basteln. Wir wissen ja, wo das Gewehr liegt. Das möchte ich im Kampf gerne mal ausprobieren. Cash, 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 Cash. Nice, nice, nice. Was haben wir denn hier noch? Nehmen. Herstellung. Stelle Molotow-Cocktails. Und Sprengstoff im Waffenrad her. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Benutze ja, die Maus, um ein Feld auszuwählen. Wähle dann mit Mausrad den Halte gedrückt. Die Maustaste gedrückt, um etwas herzuschalten. Lasse Q los, um das Waffenrad zu schließen. Okay. Ah, es ist immer in den Spielen, was da lernst du einfach am Anfang alles. Das sind so viel meistens, das muss ich nicht merken können. Okay, hier haben wir, glaube ich, aber jetzt alles mitgenommen. Jo. Ich war gespannt mit dem Bogen. Aber auch nur 9 Pfeile. So, dann haben wir auf jeden Fall das hier erledigt. Gehen wir jetzt mal zum Sektenschrein hier hoch. Und schauen direkt da, was abgeht. Johnson Wachturm. Da gucken wir erstmal. Es geht nicht über ein bisschen Bastelarbeit. Sind hier böse Gestalten? Ich glaube, der ist gut. Ich kann dir gar nicht genug danken. Das war zu knapp. Danke. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich hab doch überhaupt nichts gemacht. Hey, Henry. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe... Was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Hier kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße! Hier ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Nein, ein Pickup! Da saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ich werde mal... Ach so Scheiße! Kacke. Ich sollte mal wieder zum See fahren, ein paar Forellen fangen. Seilrutsche benutzen. So. Ja, dann gehen wir mal da runter zum Schreien. Oh.
Ich rücke vor! Scheiße! Wo bist du, Madame? Für den Vater! Tschüssi! Für den Vater! Okay, der Bogen ist geil. Ich mag ihn. Gib mir meinen Pfeil zurück. Oh, was ist denn los? Hab ich Filme geschoben. Komm. Zack. Schrein zerstört. Gut. Yay, jetzt schnell. Ich habe gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Hilfe auf Abruf. Story Mission. Okay. Die haben wir wo? Hier. Ja, dann wandern wir doch mal dahin. Aber das in der nächsten Folge. Also wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und Kommentare. Ich freue mich über sämtliche Kommentare. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch Spaß hierbei habt. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.